Mahlzeit jetzt schon kommt beim Red Bull Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Wir sind hier in Krefeld auf der Sprödentalkirmes bzw. auf Heidi the Coaster und zeigen euch heute mal ein bisschen Behind the Scenes, Backstage, wie diese Bahn funktioniert und was die Besonderheiten dieser Achterbahn sind. Stell du dich einmal kurz vor, wer du bist und wo wir hier gerade vorstehen. Genau, mein Name ist Walter Schneider, ich bin Betreiber des Heidi Coasters. Was ist denn der Heidi Coaster? Heidi Coaster ist eine Achterbahn. Aber bestimmt mit Besonderheiten, oder? Wir haben viele Besonderheiten. Wir haben eine ganz schnelle Kette, einen schnellen Lift. Wir haben einmal unsere schnelle Kurve, wo es schnell nach unten und schnell nach auf geht. Wir haben drehende Gondeln, wir haben Licht-Onboard-Sound. Wir haben sprechenden Elch. Wir haben sehr viel Deko an unserer Achterbahn. Vielleicht lassen wir es direkt vorne weg raus, damit wir es hinter uns haben. Habt ihr aktuell so viel Deko wie ursprünglich mal? Weil es gab ja dieses Jahr so einen kleinen Zwischenfall auf der Autobahn, wo euch ein Transport abgebrannt ist. Genau, unser Bahnhof ist abgebrannt. Tatsache ist, so viel Deko davon gar nicht entsprungen, weil am Bahnhof waren eigentlich nur die LEDs. Die hatten wir oben am Bahnhof dran. Und die Gondeln sind natürlich ein bisschen mehr Deko. Also bei Revershore waren wir ja. Da war ich auch 4 Wochen lang und habe die Gondel mitgebaut. Ach, ihr habt direkt vor Ort mit angepackt? Ja, ja. Ich bin mit 2 meiner Mitarbeiter dahin gefahren nach Revershore. Das ist in Fontainebleau, das ist so 80 Kilometer weg von Paris. Das ist, glaube ich, südlich von Paris. Genau. Samoa heißt das. Da willst du nicht hin. 80 Kilometer weg. Und die einen Gondeln sind ja weiß und die anderen sind ja in den alten Farben noch. Das liegt daran, dass sie das nicht so schnell bemalen konnten. Weil das ist schon ein großer Aufwand, die Gondeln so zu bemalen, wie wir sie hatten. Aber jetzt, wenn wir im Winter, wenn der Winter rum ist, dann werden die wieder so aussehen wie damals. Vielleicht noch ein paar Feinschliffen. Genau. Hatten die gerade so viel Kapazität über oder haben die euch irgendwie zwischengeschoben? Ja, die haben Tatsache eine Bahn im Bau von einem amerikanischen Schausteller. Aber da stand halt die ganze Achterbahn da. Da haben die noch viel dran gearbeitet, aber wir hatten schon genügend Platz und so stressig sind die Franzosen eh nicht. Nee, das stimmt wohl. Sind nur Gondeln in Mitleidenschaft gezogen worden? Oder? Ja, der Bahnhof natürlich auch. Die Außen, diese dicken Stahlrohre, die sind geplatzt. Das konnten wir aber dann zum Glück reparieren. Da hat uns die Firma Pfaff weitergeholfen. Da haben wir das alles montiert. Das ging eigentlich recht schnell mit der Lackierung auch. Da haben wir noch einen Notaus hier. Also wir haben 2 Notausstationen. Nee, einen am Lift. Einen haben wir am Lift. Lift ist was Besonderes hier. Was macht diesen Lift so besonders? Der Lift ist der schnellste mobile Lift, den es gibt auf der Reise. Wir haben eine Maximalgeschwindigkeit von 50 km/h. Okay, vielleicht zum Vergleich, wie schnell wäre der normale, weißt du das? 10 km/h vielleicht, der ist ja nicht sehr schnell, da geht es ja immer ziemlich langsam hoch bei den anderen Achterbahnen. Ja, was natürlich auch noch sehr besonders ist an der Achterbahn, also an dem Lift hier, dass die Kette immer sehr schwierig rauszubekommen ist. Bei den anderen Achterbahnen, da dauert das nicht so lange, aber hier ist schon ein größerer Aufwand da. Ist ja normal, weil es ist ja eine viel dickere Kette, die viel schwerer ist. Okay. Also die Kette wiegt mal 1 Tonne. Wenn die auf dem Gerüst abgeladen ist, dann wiegt die schon 1 Tonne. Und deswegen kann die schneller drehen, weil die halt stabiler, dicker, genau, kräftiger ist. Weil die ein bisschen dicker ist. Sie hat hier dickere Blättchen da. Das nennt sich Blättchen. Ja. Das ist stabiler und ja, genau. Wahrscheinlich größere Motoren. Oder sind das die gleichen, die einfach nur schneller? Das weiß ich nicht. Ich habe meinen Motor, bin zufrieden damit. Ist noch nie was passiert. Ja. Wie hoch sind wir hier? Wir sind jetzt auf einer Höhe von 13 Meter. Das ist ja grundsätzlich erstmal der Standard-Spinning-Coaster von Revershore, aber ihr habt da auch eine weitere Besonderheit, würde ich mal behaupten, neben dem viel, viel schnelleren Lift. Genau, wir haben als einzigste mobile Achterbahn in Deutschland die schnelle Kurve unten. Da geht es schnell runter und auch schnell wieder hoch. Bei den anderen Revershore-Achterbahnen, da geht es nur schnell runter. Bei uns geht es schnell hoch und schnell runter. Hm? Ich finde die Kurve sehr, sehr sexy. Die macht auf jeden Fall Spaß. Ich finde die auch sehr sexy. So eine Standardfrage ist immer ja, wie viel Transporte ihr habt.
Wir haben 8 Transporte. 8 Transporte plus Wohnwagen und Mannschaftswagen haben wir 10 Stück. Und ein Fuhrpark von 10 LKWs plus Scania. Nicht schlecht. Ich weiß, dass die Anlage schwerer ist als die Standard. Weißt du, wie viele Transporte dadurch auch mehr sind? Oder sind das so viel mehr? Ich glaube nicht mehr, dass es mehr sind. Weil es schwerer ist, wird halt der Anhänger schwerer. Aber mehr Transporte müssten es nicht sein. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Transporte die anderen Achterbahnfirmen haben. Aber ich glaube auch sowas um den Dreh, 6, 7, 8, sowas. Ja. Also wir haben ja auch noch sehr viel Deko bei uns dran. Da haben wir auch noch mal einen kompletten Wagen mit Fußböden, mit unserer Verschärftschrift, die auch sehr besonders ist. Wir haben noch mal unsere Brunnen, unsere Maibäume, unsere Lichterkette. Also wir haben da schon noch mehr Deko wie die anderen, würde ich jetzt sagen. Mhm. Genau. Und für euch nur zum Verständnis, dieses höhere Gewicht kommt durch die 13.814, die neue DIN-Norm. Weil die Bahn ist ja, glaube ich, schon komplett nach der neuen DIN gebaut. Ist, ne? Genau, ja. Das macht zum Beispiel den Durchmesser bei den Laufrohren, der ist dicker als bei anderen und so weiter und so fort. Wenn ich was Falsches sage, dann reingrätschen. Genau, richtig so. Ja, ich hab mal nachgefragt bei Revershaw. Unsere Achterbahn ist fast doppelt so schwer wie die anderen. Wow. Ja, also die nicht nach 13.814 gebaut worden sind. Die sind fast doppelt so schwer. Boah, das ist so fies. Ja. Ich glaube, die Sohle ist auch bei uns dicker geworden. Also am Bahnhof, die sind wirklich schwer, die Sohlenteile. Ich gucke mir immer ein paar Videos an auf YouTube, wie die anderen Achterbahnen auf- und abgebaut werden. Und da sehe ich die Sohle und da weiß ich weiß ja die Form von den Sohlen. Und da ist unsere Sohle schon schwerer. Ja. Wahnsinn. Sehr, sehr, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Ihr habt die Bahn ja noch nicht so lange. Nee. Was motiviert jemanden, sich so eine große Anlage heutzutage noch ans Bein zu binden? Das ist eine gute Frage. die Familie Schneider hat ja schon eine Achterbahn. Also wir hatten eine Achterbahn, die wurde ja dann verkauft. Welche war das für alle, die es jetzt wissen? Berg und Tal. Berg und Tal Achterbahn. Die war aber auch schon lange im Betrieb. Lass mich nicht lügen, 30 Jahre, 40 Jahre gab es die Bahn. Lief auch noch immer sehr gut. Ich weiß nicht, mein Vater hat mal 2018 hat er die Idee gehabt, sich eine Achterbahn anzuschaffen. Oder früher schon. Da war ich noch in der Schule, also da war ich noch nicht so dabei, sagen wir es mal so. Aber ich habe dann daraus, mir gefällt es einfach hier und ich mache es gerne. Ich kann dir jetzt nicht genau den Grund sagen, wieso. Aber ich muss auch sagen, ich bin lieber hier wie am Freifallturm. Ich kann dir keinen Grund dazu nennen. Ich finde es ja einfach toll und ich finde es immer schön, wenn die Menschen hier fahren und mit einem glücklichen Gesicht rauskommen. Das ist immer schön. Wie viele Menschen könnt ihr pro Stunde hier durchschaufeln? Weil auf Reise ist gefühlt, von außen betrachtet, die Kapazität höher als stationär. Stunde? Ja. Pro Stunde, das Maximale, was ich mal hatte, sind 180 Personen in okay. einer Stunde. Ja. Hätte ich mehr erwartet. Glaube ich dir, dass du da mehr erwartet hättest. Eine Achterbahn ist jetzt erstmal nicht wie jetzt ein Rundfahrgeschäft, dass irgendwie ein fetter Motor drin hängt, aber irgendwie muss sowas ja befeuert werden. Was habt ihr dafür auf der Reise dabei? Wir haben unseren schweren Kompressor dabei. Der ist dafür zuständig, dass die Bremsen immer auf und zugehen. Also unsere Bremsen werden komplett mit Luft gesteuert und der Kompressor hat einen Ausstoß von 10 Bar, die immer gleichzeitig an alle Bremsen weitergeleitet sind. Also eine Bremse muss mindestens 9 Bar haben, 9,2 sowas. Die Schläuche, die wir da außen sehen, das sind insgesamt 6 Stück und die gehen alle hoch in die Bremsen rein. Wir haben Bremsen von 1 bis 6 und das macht der Kompressor, der macht die Bremsen auf und zu. Luft da, Bremse auf, Luft weg, Bremse zu. Genau, ja. Und sind das alles Blockbremsen oder auch Reduzierbremsen? Das sind Blockbremsen. Wir haben aber noch eine separate Bremse. Das ist, wir sagen, also Actemium Deutschland sagt dazu auch Bremse. Von das ist eine Wirbelstrombremse, glaube ich. Kann das? Magnetbremse. Okay. Magnet, also wir haben 3 Magneten an der Achterbahn und das wird auch gebremst. Sie sagen dazu gerne, dass es eine Blockbremse ist. Ah ja. Ja. Sollen wir hierüber noch reden? Gerade mal, was ist das? Das Nivelliergerät wahrscheinlich. Richtig, ja.
Das ist ein gutes Ding. Das ist teuer, so Juwelier-Geräte. Das glaube ich. Die sind sehr teuer. Nervt aber das auch so? Piepst die ganze Zeit wie wild? Ja, wenn du die, also du hast da ja so einen einzelnen Messstab drin, der ist ungefähr 2 Meter groß. Da musst du die erstmal auf die richtige Höhe einpassen. Und das, was nervt, wenn du das erste Mal das Ding benutzt und dann so hochhalten musst, dann weißt du davor, ich brauche Pyramiden. Scheiße. Die sind nämlich sehr schwer und das macht keinen Spaß. Du fängst wahrscheinlich dann, also du musst wahrscheinlich deinen eigenen Nullpunkt ermitteln. Genau. Also ich nehme dann die höchste Fläche von dem Platz, von den 42 Metern, die ich habe, und dann baue ich so auf. Wie lange brauchst du zum Ausnivellieren der Sohle? Ich baue ja nicht sofort die ganze Sohle auf. Ach so. Ich baue erst die 2 Reihen. Also, wie sage ich dir das am besten? Den Lift fertig, also die Sohle unterm Lift. Ja. Und die Sohle an den langen weißen Stangen. Wann das, ach, die außen an den Kurven sind? Genau. Ja. Genau. Dafür brauche ich ungefähr 1 Stunde. Mit Klötze unterlegen und alles. Also die Sohle, ich muss ja erst die Auffahrt stellen. Dann kommt die Sohle. Das dauert ungefähr 1 Stunde und dann kann ich mit dem Kran schon anfangen zu arbeiten. Krass. Wahnsinn. Aber das Wichtigste ist an der Achterbahn, dass die Auffahrt komplett gerade steht mit der Sohle. Also wir hatten damals, als wir die Achterbahn neu hatten, sehr viele Probleme damit, Tatsache. Also wir haben dafür schon 2-3 Stunden gebraucht, um die gerade zu legen. Man muss, klar, wir haben jetzt, da hatten wir das erste Mal die Achterbahn, davor hatten wir noch nie eine Achterbahn. Ja, ja. Mussten wir erstmal drauf klarkommen, aber jetzt haben wir das so schnell raus. Wenn du sagst, dass ihr die Auffahrt zuerst machen müsst, habt ihr wahrscheinlich auch nur eine Sohle, weil es keinen Sinn macht, irgendwo anders schon mal die Sohle aufzubauen, wenn ihr noch abbaut. Also wir haben eine separate Sohlenpalette, ja. Die ist in der Achterbahn drin. Aber wir haben uns gedacht, weil die Sohlenpalette auf einem separaten Wagen drauf ist und die Auffahrt auch auf einem anderen Wagen drauf ist, mit dem E-Container zusammen, also die sind beide zusammen, dass wir die Sohle für die Auffahrt, für die erste Linie hier, dass wir die auf die Auffahrt draufpacken. Dann müssen wir nicht von A nach B die ganze Zeit laufen, mhm. Und dann muss ich nicht 3 Sachen abladen, weil das macht ja auch mehr Platz weg. Und dann muss ich noch nicht die anderen Wagen abladen. Dann kann ich schön hier meine Sohle packen und dann muss ich die andere Sohlenpalette nicht abladen. Das ist ganz gut. Rein in mein Herz. Ganz leidenhaft wird man ja sagen, man hat den Motor, der bringt den Wagen nach oben und dann fährt er von alleine. Ist verdammt viel Technik, glaube ich, dahinter. Sehr viel. Das wissen die meisten nicht. Wir haben hier einzelne Überwachungen. Das sind die für die Blockbremsen. Da haben wir sehr viele Sicherungen da unten drin. Also wir haben mindestens 30 Sicherungen hier angebaut. Auf der linken Seite sind noch mehr Sicherungen und Überwachungen. Also geht schon voll zu. Da ist alles für jede Bremse jetzt einzeln hier? Das ist für jede Blockbremse. Also wenn ich jede Bremse hätte, müsste ich nur 6 haben, aber ich habe ja ungefähr 10 Blöcke. Und das überwachen die Zeit. Es ist ja eine Zeit angeschrieben, wie lange eine Gondel in diesem Block ist. Und das überwachen sie, und wenn das halt zu lange dauert oder die Gondel zu schnell da schon weg ist, dann gibt es eine Störung. Ja, wir haben hier einmal das Kabel für den Pult vorne. Also das ist ein Netzwerkkabel. Hier haben wir einmal das schwere Netzwerkkabel für den Lift oben, wo wir gerade oben waren. Der gibt auch die Zeit durch, wie lange die Gondel in dem Bahnhof in dem Lift bleiben muss. Also wie schnell der Lift sein muss, wenn die Gondel drin ist. Ja, dann haben wir hier nochmal ein Kabel für meine Fotokasse. Die geht da rein. So können wir die Fotos runterladen. Dann einmal für die CPU hier, das Herzstück. Ach, und einzelne Ventilatoren nochmal, dass es halt hier immer kühl drinnen bleibt, das ist auch sehr wichtig. Ne? Da habe ich da auch nochmal 2 oben. In jedem einzelnen Schaltschrank habe ich auch nochmal einen. Ich habe separat nochmal diesen Stecker dafür. Das heißt, wenn ich einen Stromausfall habe dann habe ich ein separates Gerät. Das sieht so ähnlich aus wie so eine Box. Damit kann ich die Bremsen einzeln steuern, auch wenn sie keine Luft mehr haben. Was nicht so gut ist, dass diese Box wurde von Revanchon Frankreich, nee, von Actemium Frankreich gebaut. Und wir haben ja danach, wir haben nach dem ersten Jahr, haben wir eine komplett neue Schaltanlage uns bauen lassen von Actemium Deutschland. Und mein Laptop, also mein Computer,
kennt diese Box nicht. Ja, das ist nicht schlimm. Er zeigt mir nur vorne ein, sowas, also das ist ja eigentlich alles auf Englisch übersetzt, sagt er mir, ich kenne das Ding nicht, was ist das? Ja? Aber das ist nie ein Problem. Ich habe schon mit Revachon in Deutschland darüber gesprochen, dass wir das umändern, dass er das sieht und damit ich keine Probleme mehr habe. Aber der Coup an der ganzen Sache ist, ich kann, wenn die Bremsen keine Luft mehr haben, ein einziges Mal ansteuern. Also ich habe auch noch mal eine Notstrombatterie, die hält 30 Minuten lang. Wenn ich keinen Strom mehr habe, dann sagt mir das der Computer, boah, halt, du hast keinen Strom mehr, 30 Minuten Laufzeit. Ja? Und da evakuieren könntest, genau. Theoretisch, oder leerfahren, ist ja noch kein Evakuieren. Jede dann. Bahn hat ja einen Evakuierungsplan, also jedes Achterbahngeschäft, ich glaube auch jedes Laufgeschäft, ne? Hat einen Evakuierungsplan und der wird dann auch immer so gemacht, wie es vorgeschrieben wird. Zum Glück, toi toi toi, mussten wir das noch nicht machen. Sehr schön. Einen Kasten habt ihr noch? Einen Schrank? Genau, einen Schrank haben wir noch. Aber da drin sind nur die Hauptanschlusskabel angeschlossen. Wir können hier hinfilmen. Wir haben hier einmal unsere Ventilatoren da oben. Hier drunter haben wir den Schlüssel für die Kette. Das heißt, wenn die Kette rein und raus gemacht wird, wird der Schlüssel nach rechts gedreht. Jetzt können wir die Kette langsam fahren. Du kannst natürlich nicht, wenn die Kette so schnell ist, rausnehmen. Das wäre ein bisschen schwer. Ne? Deswegen haben wir den immer auf links gestellt, wenn wir gerade im normalen Modus sind, wenn wir fahren wollen. Und auf der rechten Seite können wir den Motor einzeln steuern. Hier haben wir nochmal einen Notaus drin. Und hier haben wir den ganzen Strom, um ein- und auszuschalten. Und hier links, ich weiß nicht, ob du da hinkommst, sind die Hauptanschlusskabel nochmal verbaut. Dann fangen wir hier an. Hier haben wir einmal unsere zwei Gummis sozusagen. Die werden vorne an der Gondel angebaut, unten dran. Einmal links und einmal rechts. Das heißt, wenn die Gondel dreht, wenn die Gondel dreht und die wieder einrasten muss, dann sind diese zwei Eisen so angebaut, ja. Und der Bolzen ist in der Mitte. Und wenn sie dann so langsam reindreht, dann kommt der Bolzen raus und dann ist die Gondel auch wieder fest. Davon habe ich zum Glück sehr viele da, deswegen gehen die nicht so, die gehen auch nicht so schnell kaputt. Hier haben wir auch noch einmal den Bolzen. Den kann man schön raus und reindrücken hier. Der geht auch nicht schnell kaputt, wenn man immer gut einfettet und alles. Dann rastet der auch immer schön ein. So, wir haben hier einmal unsere Sensoren. Oh, ich habe gar keine mehr. Scheiße. Oh. Gut zu wissen. Muss ich nochmal welche bestellen. Oh, das ist wirklich nicht gut. Hier haben wir unsere Sensoren. Wir haben insgesamt Pi mal Daumen 30 Sensoren an unserer Achterbahn eingebaut, plus Bahnhof und Lift. Am Lift haben wir allgemein schon 10 Stück. Musst du haben, kannst du nichts anderes machen. Ne? So, dann haben wir natürlich immer ein paar Sicherungen dabei, falls eine kaputt geht. Wir mussten tatsächlich schon zwei Sicherungen wechseln, da die damals eingebaut worden sind von Frankreich und die sind nicht registriert auf den deutschen TÜV, auf TÜV Süd. Da mussten wir schon zwei, drei umtauschen. So, was haben wir noch? Hier. Wir haben eins, zwei, drei. Wir haben einmal unsere Pins noch, die sind außen an den Gondeln angebaut. Wenn wir losfahren wollen, haben wir ein Schleifbahngerät sozusagen, was diese Pins reindrückt und hier sind überall Kabel angebaut an den Gondeln ran und dann erkennt das System, ob die Gondel zu ist, ob die Gondel gerade ist. Das erkennt das System durch diese Pins hier und der gibt mir auch die Freigabe, dass ich losfahren kann. Langsam. Muss es doch. Also, wir haben hier unsere Werkstatt, da haben wir alles, was wir brauchen. Wir haben nochmal eine zusätzliche Elektrobox. Da sind Sicherungen drin, da sind Sensoren drin, also alles, was mit der Achterbahn zu tun hat und reparieren möchte, kann man mit dieser Box machen. Was natürlich auch sehr gut ist, wenn man Fehler hat. Wenn irgendwas passiert, ein Sensor ist kaputt oder sowas, dann nehme ich die Box, gehe da hin und dann habe ich alles, was ich brauche.
Wir haben natürlich ganz viele Handschuhe hier, Karabinerhaken, Schraubenzieher, Hammer, Maul- und Ringschlüssel. Wir haben hier Messer, Brillen, also hier ist alles drin. Fettpresse ist hier drin, eine Flex, eine Akkuflex, wir haben hier alles. Wir haben natürlich, was ganz wichtig ist, unsere unser Gurt für die Männer, die hier hochgehen. Die haben bei uns immer alle einen Gurt an. Die Helme, die habe ich auch, die sind auch im Kran drin. Das ist das Erste, was gemacht wird, wenn ein Fehler kommt, der oben ist, dann gehen die Leute sofort mit Gurt hoch. Das wissen alle, die sind da alle eingespielt und so wird es auch gemacht. Ich habe es in Moers auch gesehen, also wenn ihr in der Spielzeit ein Problem habt, ein technisches, ihr seid sehr schnell, um das wieder gangbar zu machen alles. Ja, ich habe natürlich das Glück, dass ich sofort sehen kann an meinem Computer, wo es einen Fehler gibt. Also es dauert schon seine Zeit, sich ein bisschen vertraut zu machen damit. Aber die Jungs haben das gut gemacht von Actemium Deutschland, dass man das sofort sieht und ich weiß sofort, was ich brauche, wie ich es mache, wen ich hochschicken kann. Und dann geht es immer ratzfatz schnell. In Moers hatte ich, glaube ich... Reibrad in der Station, ja. Ja, das geht ganz schnell. Also, das war wie bei der Formel 1. Also. Das ist kein Problem für uns. Also Reibräder haben wir genug da, wir haben genug Sensoren. Also nicht mehr. Also, ich jetzt hier brauche. Also wir haben hier unsere alten Gondeln. Das heißt alt, 4 Jahre, ist jetzt noch nicht alt. Da ihr neue habt, sind es die alten. Ja, kann man so sagen eigentlich. Wir haben hier alles bemalt, wir haben sehr viele Kleinigkeiten hier versteckt. Wir haben hier einmal unsere Kästchen fürs Licht. Wir haben jetzt zwei LED-Scheinwerfer drin verbaut, auf der anderen Seite genauso. Und eine Musikbox, kann man sagen, die den Ton von diesem bayerischen Mann spielt. Wir haben die Gondel sehr bayerisch gehalten. Wir haben hier zum Beispiel eine Bayern-Flagge dran. Hier haben wir so ein paar Blümchen versteckt. Hier unten haben wir noch mal zwei Scheinwerfer drin. Wir haben unten, wo die Leute ihre Füße machen, setzen sich da hin und haben es da recht gemütlich. Ich finde den Kunstrasen in den Gondeln finde ich halt saustark. Ja, der fährt langsam ab, da müsste ich mal einen neuen wieder bestellen. Ich finde diese Idee ist einfach so geil und als das halt ganz neu war, das sah so geil aus. Hattet ihr nicht auch Blumenkästen anfangs dran oder habe ich das einfach nur geträumt? Wo? An den Gondeln vorne? Hier vorne an dem Geländer? Oder hab ich mir das nur geträumt? Hätte ich mir erwünscht. Ja. Also wir hatten an unserer Premiere 2019 auf dem Münchner Oktoberfest sehr viele Sachen, die wir jetzt gar nicht mehr haben. Wir haben zum Beispiel in unserer Kasse hatten wir ja so ein Dach, wo das alles bayerisch gehalten ist und hatten ein Heidi-Schild. Das Heidi-Schild habe ich jetzt da und das kommt, wenn wir anders aufbauen wie in Stuttgart oder in Kranke, kommt das an den Scheinwerferkasten vorne dran. Da sieht das nochmal sehr schön aus. Das gleiche hatten wir auch an der Fotokasse. Wir hatten sehr viele andere Sachen noch. Wir haben mehr Fußböden gelegt. Wir haben es alles sehr schöner gemacht. Aber das ist das Münchner Oktoberfest. Das ist normal, denke ich, dass man sowas machen muss. Aber unsere Bahn ist immer schön, würde ich jetzt sagen. Sollen wir mal zu den Weißen gehen? Ja, vor allem den Unterschied vielleicht. Oder gibt es überhaupt einen Unterschied? Ja, klar. Es gibt Sachen, die nicht da sind. Also, jetzt haben wir hier eine unserer neuen alten Gondeln, sagen wir es mal so. Da haben wir auch ein bisschen was beklebt, damit das jetzt nicht so aussieht. Ich habe gesehen, dass die Blümchen schnell geklebt sind. Genau, wir haben hier die Blümchen geklebt. Wir haben unten unsere Bayern-Flagge geklebt. Wir müssten hinten nochmal eine Heidi-Schrift haben, genau. Wir haben natürlich leider unser Riffelblech hier. Das Erste, also die Gondeln werden ja alles nach Zureva schon wieder gebracht und werden richtig aufgemotzt. Also da wird alles abgebaut und da wird, die meisten Sachen sind neu, 1-2 Sachen sind nicht neu. Also die Gondel wird wieder komplett neu werden und wir haben wieder komplett neue Farben draußen, also die werden wieder richtig gut aussehen. Uns fehlt hier natürlich unser Licht leider und unsere Onboard-Sounds, die fehlen uns leider. Oder hier unten unsere zwei LEDs, die fehlen uns. Aber sonst ist die Gondel eigentlich wie die alte. Nur farblich halt anders. Ne? Wie lange hat es jetzt gedauert vom Ausfall, bis ihr wieder spielen konntet?
Also wir hatten den Ausfall in, wir waren in Wolfsburg fertig mit dem Abbauen und wollten nach Oberhausen fahren. Wir haben auch schon, da stand schon, tatsächlich schon zwei Hänger von uns. Grob geschätzt, ich war ja in Frankreich war ich 3 Wochen lang. Also ich würde sagen, 5-6 Wochen hat es gedauert. Aber das ist extrem schnell dafür, dass ein ganzer Bahnhof weg war. Ja, wir haben schnell gehandelt. Das hat mein Vater sehr gut gemacht, würde ich sagen. Meine Eltern haben das sehr gut hinbekommen, dass wir das so schnell wieder hinbekommen. Wir hatten ja Kontakt zu tausenden Firmen, die uns auch weitergeholfen hätten. Aber das war meiner Meinung nach, also von meinen Eltern und von uns jetzt, die schnellste Möglichkeit, wieder auf dem Hamburger Sommerdom zu fahren. Das war die Priorität, die wir uns gesetzt haben. Und das haben wir sehr gut hinbekommen. Der Sommerdom war ein Erfolg und wir sind sehr zufrieden. Sehr schön. Die Gondeln im Vergleich zum normalen sind jetzt nicht nur allgemein aufgehübschter, haben halt auch diese geileren Sitze, aber ihr habt auch Einzelbügel. Mhm. Das haben viele nicht, ne? Nee, die meisten nicht. Die meisten nicht, ja. Wir haben Einzelbügel, finde ich schöner. Finde ich auch, ich glaube, die Personen, die hier einsteigen, finden es besser, Einzelbügel zu haben, oder? Also ist es meine Ansicht. Ich sitze auch lieber in einem Einzelbügel. Vor allem, wenn du jetzt einen vollen Platz hast und du hast 3 Leute und einen Single Rider, den packst du ja zu den 3 dazu. Und genau. Ich glaube, das ist dann ein bisschen so, dass man seinen eigenen Tanzbereich dann hat, nur weil es halt so ein eigenes Bügelchen ja. Selbst ist. So. Vielen Menschen gefällt das nicht, dass sie zusammensitzen müssen, wenn ich voll fahre. Aber ich muss es so machen, wenn ich voll fahre, dann muss ich auch alle Menschen zusammensetzen. Da muss ich auch 4 Leute in einer Gondel haben, damit ich schnell abfahren kann. Ne? Ist ja auch am Ende für alle das Bessere. Wenn du da anstehst, willst du ja schnell drankommen und das funktioniert nur so, wenn du mit jemand anderem mitfährst. Aber das wollen die meisten nicht verstehen. Nee, das, vorne, die sollen zusammenfahren, ich fahre jetzt alleine, weil jetzt bin ich dran. So läuft es bei vielen und wir hatten das so als Beispiel auch in einer Drehgondel-Achterbahn in Nottingham, dass wir ein kleines Mädchen dazu gesetzt bekommen haben. Für alle Beteiligten wäre es angenehmer gewesen, hätten wir Einzelbügel gehabt. Aber sie lebt noch. Ja. Dann sind da wahrscheinlich die beiden Schleifleisten, die du eben erwähnt hast. Genau, die Schleifleisten. Die sind schon angebaut, aber das sind nicht die Schleifleisten für die Abfrage vorne. Okay. Das ist zum Laden dann? Das ist zum Laden. Das haben wir jetzt neu wieder angebaut, weil wir das damals auch hatten am Bahnhof. Das ist, damit die Gondeln Strom bekommen. Wir haben jetzt noch keine Batterien in den Gondeln drin. Das wird aber im Winter gemacht. Also ihr könnt euch auf jeden Fall auf eine große Änderung vorhauen. Also es wird sehr viel gemacht. Die Schleifbahn, es werden wieder Batterien in den Gondeln eingebaut. Die Schleifbahn geben natürlich Strom. Also wenn wir jetzt so stehen, wie wir jetzt stehen und wir haben auf, dann haben die Gondeln immer Strom, weil halt nichts los ist. Ne? Mhm. War das ist auch besser. Ich hatte nämlich damals, als wir noch nicht die Schleifbahn hatten, ein anderes System. Da hatte ich an jeder einzelnen Gondel musste ich ein Kabel anschließen, was die Batterie auflädt. Das ist immer nicht cool, das ist nicht schön. Weil du musst jede einzelne Gondel einstecken, das ist anstrengend. Und also ich hatte das, glaube ich, in Bremen sind wir gefahren und da waren dann schon einzelne Gondeln, die Akkus dann schon leer und nicht mehr alle sind beleuchtet gefahren, genau, weil die einmal morgens oder über Nacht zentral geladen wurden. Das ist das Ding, das waren auch keine großen, das war von Bosch, das waren so kleinere Ladegeräte. Okay. Also die haben nicht so viel getaugt. Und durch die Schleifbahn muss ich wirklich sagen, also ich hatte ja das Vergnügen, das noch mitzuerleben, letztes Jahr natürlich und dieses Jahr in Nürnberg und auch in Wolfsburg, dass die Gondeln und die Gondeln waren immer voll beladen, immer mit Licht. Also wir sind den ganzen Tag durch mit Licht und mit Onboard-Sound, das ging super. Ne? Hoffentlich wird das nächstes Jahr auch so sein. Ja, also ich habe hier das Eisen. Wenn das hochgerückt wird, dann ist die Gondel frei vom Bolzen und du kannst sie drehen, wie du möchtest. Okay, so funktioniert das. Und hier unten habe ich dann mein Bolzen, den ich dann wieder einraste. Das erfolgt mit einem kleinen Stoß. Jetzt ist er wieder drin, der Bolzen. Und jetzt ist die Gondel wieder zu. Das ist der Bolzen, den wir ja gerade als Ersatz genau. Gesehen haben mit genau. Den beiden. Genau, der wird hochgedrückt. Und dann ist der Bolzen raus, dann drehe ich, wie ich möchte. Genau. Und dann wird er wieder zugemacht, wenn die Gondel nach dem Magneten in den Bahnhof kommt. Das ist dann also in der Strecke ist so ein Blech einfach nur weiter oben. Der ist auf Bremse 2, der ist der am Punkt, wo es schnell runtergeht.
da wird die Freigabe erteilt und dann würde er sich drehen. Wir könnten das auch hier vorne machen, vor dem Lift zum Beispiel, aber da habe ich ein kleines Problem dann, wenn die Gondel zu schnell wird, dann rastet er wieder ein und dann geht der Bolzen kaputt. Beim Hochfahren. Dann rastet er wieder schneller ein. Das ist nicht so gut. Wir haben ja das, was gut ist, wenn oben, wenn wir für die Freigabe teilen, dann dreht er sich sofort. Mhm. Und wenn ich jetzt hier die Freigabe mache, dann dreht er sich erst im Lift und dann dreht er sich so schnell, dass der Bolzen dann so schnell zugeht und dass der Bolzen dann kaputt geht. Ich muss gestehen, ich habe mal mit ein paar Freunden gesagt, komm, ich mach mal den Bolzen auf, dann drehen wir uns auch schon im Lift. Ging nicht so gut aus, der Bolzen war leider nicht kaputt, aber es hat ein lautes Donnern gegeben. Ja, also ich... Reden wir später drüber, meinst du? Steuere mein Pult bei Ride On, also Achterbahn an. Dann habe ich hier die einzelnen Motoren. Das ist hinten der Magnet, die Magnetbremse sozusagen. Und die zwei Motoren davor. Und wenn ich weitergehe, kommen alle Motoren, die bis vorne in den Bahnhof gehen. Das ist der hier vorne. Hier haben wir einmal den Motor da vorne, den kann ich auch eben anmachen. Da ist er an. Das sind die zwei. Und das ist der Lift, die Kette. Hier habe ich alle Bremsen. Die kann ich gerade noch nicht anmachen, weil ich den Kompressor ausgemacht habe. Richtig. Und da haben die Bremsen keine Luft. So, dann habe ich hier noch mal, ich kann einmal in den Wartungsmodus gehen oder in den normalen Modus. Jetzt, wenn diese blaues Licht antönt, habe ich den Wartungsmodus drin. Wenn ich wieder nach links drehe, habe ich wieder den normalen Modus drin. Das habe ich zum Glück bei jedem Modus. Also ich kann sowohl die Bremsen als auch alle Motoren auf den Wartungsmodus stellen und den Lift. Ne? Natürlich habe ich sehr viele Tests, die ich morgen machen muss. Ich habe einmal den Ventiltest. Den können wir auch nicht machen, weil halt gerade die Kompressor aus ist. Ich habe ja zwei Bremsen an einer Bremse, also zwei Bremselemente an einer Bremse, und die werden dann hier alle abgefragt. Da macht dieser Test macht dann ein Element auf und das andere zu und so weiter halt. Also Break 1, da haben wir das erste Element, hier ist das zweite Element und das geht halt so weiter bis zur Bremse 6. So, dann haben wir unseren normalen Bremstest. Da schicke ich zwei Gondeln los. Die eine bleibt bei 1, 3 und 5 stecken. Und dann wird dann abgefragt, ob es in Ordnung ist, ob sie zugemacht haben. Die anderen werden bei 2, 4 und 6 gestoppt. Also ich muss immer zwei Gondeln losschicken. Und die müssen dann alle an den Bremsen stehen bleiben. Sonst habe ich keinen Test. Dann habe ich noch einen Test und das ist der Daily Test. Ich muss jeden Morgen alle Bügel einmal auf und zu machen. Das ist natürlich sehr gut. Das wird mir auch immer angezeigt, wenn es grün ist, heißt es, dass ich die kontrolliert habe, wenn es weiß ist, nicht. Die zwei sind jetzt gerade weiß, die Nummer 2 und die 3, weil eine Gondel steht draußen, die habe ich noch nicht drin. Und ich habe noch eine separate Gondel, wenn die Gondel kaputt gehen würden, habe ich die noch auf meinem Anhänger. Und die ist jetzt auch weiß, weil ich sie noch nicht benutzt habe. Ne? Hier haben wir noch unseren Station Stop. Wenn ich den reindrücke, dann bleibt alles, also wir können hier sehen, das ist der Bahnhof hier, ja, und der Station Stop, wenn ich den reindrücke, kannst du hier gar nicht mehr benutzen. Da der Station Stop dafür da ist, dass wenn irgendwas passiert im Bahnhof, dass ich den reindrücke und wenn da irgendwas runterfällt, irgendein Handy, irgendjemand reinfällt, drücke ich den rein, dann bewegt sich hier nichts mehr. Und du hast aber nicht so einen riesen Aufwand zum Wiederinbetrieb nehmen wie mit dem Notaus wahrscheinlich? Nee, ich drücke rein, dann ist er drin, ich drücke raus, quittiere den Fehler. Im Maintenance-Modus, ich quittiere den Fehler und dann kann ich alle Motoren wieder starten. Also dann ist der Fehler weg. Ne? Ja. Mit dem Modus hast du auch kein großes Problem. Du drückst den rein, ja, dann machst du den wieder raus, dann machst du dann quittierst du ihn und machst die Achterbahn wieder an. Okay. Ja. Genau, was können wir hier noch sehen? Wir können hier einmal in diesem Programm meine Bremsen sehen. Die Sensoren kann ich alle sehen. Hier am Lift kann ich alle Sensoren sehen. Das sind wie gesagt 10 Stück. Und die werden mir hier alle angezeigt. Die vier Motoren kann ich hier sehen. Der Bahnhof, wenn es gelb ist, heißt es, dass es belegt ist. Ja? Und das merkt man auch, wenn die Sensoren an ist. Wenn die Sensoren an ist, die müssen ja an sein, weil da eine Gondel steht. Ne? Also er sieht ja jetzt alle Gondeln, die hier stehen. Dann habe ich noch mal eine zweite Seite, weil die Gondeln, die Achterbahn ist ja eine Etage, zweite Etage.
Hier habe ich einmal die Bremse 3, da habe ich auch nochmal meine Bremssensoren, meine zwei Stück. Dann einmal für den Luftkessel in der Mitte meinen Sensor. Die zwei Sensoren, wo die Gondel drüber fahren muss. Da kommen wir jetzt zum nächsten Block. Das ist der Block 4. Da habe ich ungefähr nur, also das haben wir ja gerade angesprochen mit der Blockzeit. Da darf man 12 Sekunden drin sein. Hier in der Gondel 3, also in Zone 3, der fängt nach der Bremse 2 an und hört auf an Bremse 3. Da darf ich 13,9 Sekunden sein. Ja? Also jede Bremse hat das gleiche System. Wir haben 3, 4, 5, 6, 7 Sensoren an einer Bremse. Drei davon müssen immer aktiv sein und vier davon nicht. Genau. Und im Betrieb geht ihr dann wahrscheinlich auf Automatik und dann immer mit dem Fußpedal? Oder? Genau, ich habe hier den Start und hier einmal Fußpedal. Ich drücke beides immer gleichzeitig und dann kann ich losfahren. Vorausgesetzt, ihr habt Freigabe, dass die Bügel zu sind. Genau. Hier können wir uns auch noch mal die Pins angucken und die Schleifbahn, was ich gemeint habe. Also da müssen die Pins reindrücken. Da sind dann noch mal vier Kabel angeschlossen, die gehen in meine Elektrobox vom Bahnhof rein. Und somit wird abgefragt mit einem Asibus-System. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ich habe ja natürlich an allen Bügeln noch mal einen Sensor. Der Sensor geht in mein Asibus-System rein. Das Asibus-System habe ich verbaut im E-Container, das habe ich jetzt vergessen zu zeigen. Und das Asibus-Gerät, was hinten im E-Container ist, frägt die Gondel ab. Ob die beiden sich mögen oder sich nicht mögen, das wird dann herausgestellt. Ja. Ist das Loch hier, um die Bügel manuell zu öffnen? Oder was ist das? Gute Frage. Ja, wir haben hier einmal unseren Imbusschlüssel. Hiermit kann ich meinen Imbusschlüssel reinmachen. So, jetzt ist er drin, da ist so ein kleines Loch. Dann drückst du den runter und da gehen die Bügel auf. Ne? Also das ist jetzt, ich kann hier die Bügel nur damit aufmachen, wenn jetzt einer zu dick ist, passt da nicht rein, sowas. Oder ja, einer möchte nicht mitfahren, weil er Angst hat, ihm ist schlecht. Dann mache ich die Bügel damit auf, sage ich hier, komm raus, hol dein Geld wieder an der Kasse. Und das kann ich habe mit diesem System habe ich bei allen Gondeln, ja, aber ich muss es nicht bei allen Gondeln, mache ich es nicht. Ich habe nämlich nur die drei Gondeln dafür da. An den letzten vier Gondeln habe ich ein Eisen, was den Bolzen reindrückt. Da kann ich die Bügel alleine aufmachen, also dafür brauche ich das Eisen da nicht. Genau. Und warum kannst du das nicht per Knopfdruck machen, wenn jemand jetzt sagt, ich will mit doch Luft, nicht mitfahren? Das musst du selber schon fragen. Also das heißt, die Bügel gehen erst wieder auf, wenn sie da hinten an den Sensor angekommen sind. Vorher nicht. Nee. Vorher kannst du sie hier auch nicht mit dem Steuerpult öffnen, sondern nur mit dem Imbus. Nur mit dem Imbus, okay. Ja. Da kann ich sie so aufmachen. Also das kann ich dir zeigen. Hier, da kann ich, da, wenn sie reingedrückt, da kann ich sie so aufmachen. Weil ich halt hier das Eisen habe, was diesen Bolzen reindrückt. Ach so, okay. Und dann kann ich sie hoch und zumachen, wie ich sie möchte. Hört sich nicht mehr gut an. Also da habe ich auch noch mal das gleiche Eisen. Was ist der Bolzen da? Nein, kann nicht sein. Geht? Nee, ich glaube, bleibt stecken. Dann arbeitet hier. Also ich habe hier noch mal das gleiche Eisen, was die Gondel, was den Bolzen auch reindrückt. Und ich kann, wenn die Fahrt zu Ende ist, sage ich, hat es euch gefallen, hat Spaß gemacht? Die meisten sagen ja, hoffentlich sagt keiner nein. Wird die Gondel aufgemacht und die Menschen können aussteigen und sind dann froh, dass sie so eine tolle Fahrt hatten. Wenn wir jetzt schon beim Ende der Fahrt sind, haben wir da, glaube ich, noch was mal kurz erklären kannst zum Drehen der Gondeln in die gerade Position? Genau, wir haben einmal. Muss ich gleich mal aufstellen. Die Magnete, erstmal die drei Stück, die werden abgebremst, also damit wird die Gondel abgebremst. Und wir haben einmal nach den zwei Motoren haben wir dieses Eisen, ja, was darüber fährt die Gondel und dann wird die Bremse ausgelöst, die wird reingedrückt und macht die Gondel wieder gerade. Ja? Also die haben so einen extra Rotationspunkt, damit die Gondel wieder den gleichen Lauf bekommt. Das funktioniert nur, weil die beiden zusammenfahren? Die beiden, also du drückst das Eisen rein und dann
fahren die beiden zusammen. Die fahren dann so raus. Ja, und dadurch kommt die aber wieder in die gerade Position. Ja, ja. Krass. Also wir haben hier die Zylinder, 2, 3 und da nochmal, auch nochmal 4 Stück. Dann drückt er das Eisen raus und damit wird er gerade. Also da der Wagen ist eigentlich so mit, ich sag euch halt, was da reinkommt. Aber der blaue Container ist somit das Besonderste eigentlich an dem Fahrzeug jetzt. Hier in dem blauen Container habe ich alle Ersatzteile drin gelagert. Also Motoren, Reibräder. Ich habe tatsächlich auch ein Bremselement da drin, was sehr wichtig ist. Wenn irgendwelche Motoren kaputt gehen, habe ich hier meinen Container, wo alles drin gelagert ist und habe ich alles. Fahrt ihr den so, wie der jetzt hier steht? Der bleibt genau so stehen, der wird gefahren, ja. Ist er nicht so lang dann? Nee. Und daher habe ich noch meine Gondel drauf. Natürlich. Das darf man so. Und das sieht halt total crazy aus, so ja, wie sie da steht. Aber die steht ohne Transportschienen oder sowas da? Nee, ich habe ein extra Eisen gebaut. Was diese, was die Achsen, also ich habe ein Loch da reingeschnitten und dann gehen die Achsen da schön rein. Ja. Und dann habe ich natürlich noch einen Spanngurt drum, aber bewegen tut sie sich eigentlich nicht. Und dann kannst du an den Ösen, kannst du die einfach rausheben? Genau, das habe ich in Hamburg zum Beispiel gemacht. Cool. Hier habe ich noch meine Pyramiden. Das heißt, wenn ich hoch aufbauen muss, wird das erste sein, was abgeladen wird. Und das, was du am wenigsten abladen willst, weil du weißt, jetzt kommt Arbeit. Genau. Normalerweise, der Wagen ist dafür gedacht, da kommen alle Fußböden drauf. Also das ist wirklich, ehrlich gesagt, das Erste, was rausgenommen wird beim Abbauen, weil der kommt als Letztes drauf. Ja? Mhm. Also da kommen erstmal alle Fußböden drauf, immer die Kleinen, die Großen, die Kleinen, die Großen. Dann kommt die große Verschärftschrift drauf, dann die Pyramiden, Maibäume und Brunnen. Das kommt alles auf einen Wagen drauf. Ne? Wir sehen hier hinter uns den Schienencontainer, den kennst du ja. Da sind alle Schienen drin. Mit dem geilen Verladeplan hier drin. Kann keiner lesen. Da sind alle Schienen drin. Also alle Schienen, die eine andere Form haben, wie Geraden und Kurven. Da ist unser großer Scheinwerferkasten drin. Du hast Lichtkasten dazu gesagt, ja. Das fand ich sehr frech. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass das falsch ist. Aber machen Scheinwerfer nicht Licht? Scheinwerferkasten? Warum ist der Unterschied so wichtig? Weil Scheinwerferkasten sage ich einfach, kann ich nicht sagen. Also, okay, ich werde das korrigieren demnächst. Und hier außen kommt das große Heidi-Schild dran. Das geht immer schnell rein, das ist eigentlich immer sehr gut gebaut worden. Das mit den Autoreifen zwischen den Schienen, wird das so auch schon von Revashore ausgeliefert? Oder? Weil hier, das sieht ja auf den ersten Blick sieht das wüst aus. Man kennt es aber auch von den anderen großen Achterbahnen, dass das normal ist, Autoreifen überall zwischen zu haben. Ja, es ist einfach wichtig, so Autoreifen zu haben, damit der Lack nicht abgeht, damit die Farbe nicht abgeht und damit die wieder auseinanderkommen. Und man möchte ja auch nicht so gern, dass diese Konusse dann da auf den Boden platschen oder ein Konus an einer Schiene so richtig drankommt, damit das Fett dann darüber geht. Also es ist nicht was Schönes. Oder wenn du jetzt zum Beispiel, ich muss ja auch ein paar Schienen ablassen, weil die quer hoch, quer reinkommen. Mhm. Und dann packe ich auch Gummis runter, weil sonst ist das nicht schön für den Lack und gefällt mir auch nicht. Also bei der Erstauslieferung noch ohne, ja? Ohne. Also das ist selber. So, jetzt haben wir hier den nächsten Wagen. Das ist ungefähr der zweite, dritte Wagen, den ich brauche beim Abbauen. Da sind die Geraden drauf. Ne? Da sind die Geraden drauf, genau. Die werden dann bis nach oben kommen. Und da vorne sind die Kurven drauf. Also hier ist nicht so spektakulär. Ah doch, eigentlich schon. Hier in der Mitte, das haben wir beim Abbau nicht mehr gesehen, das hast du nicht mehr gefilmt. Hier in der Mitte haben wir unsere Y-Pfeiler. Hast du die noch gefilmt? Die standen noch, aber das sind ja die von der Special-Kurve, ne? Genau. Also hier haben wir unsere Y-Pfeiler, die werden hier in die Mitte reingemacht. Vorne sind zwei Löcher für zwei Bolzen. Die werden einmal runtergenommen, zugeklappt und wieder mit zwei Ketten hochgezogen und schön hier in die Lücke reingemacht mit Bolzen fest. So, weiter geht's. Hier haben wir einen etwas komplizierteren Wagen zum Aufbauen, sage ich mal. Den brauche ich, nachdem ich die Schienen fertig habe. Ja, hier haben wir alle weißen Böcke drin, die langen weißen. Da haben wir die extra Nummerierung. Also wir haben hier P7B, das ist jetzt P7. P7 ist der unterste, also B ist Bottom. Unterste, der letzte von unten, der kommt dann hier rein und kommt dann nach vorne in den Eisen rein.
Das wurde extra so gemacht, damit man die Nummerierungen sieht. Hier haben wir auch die kleinen Eisen, da haben wir 4B, heißt die vierte Stange, 1, 2, 3, 4, das kommt vorne und zwar ganz nach unten rein. Das haben wir dann auch da, erste Stange, zweite Stange, B, packst du da rein. So. Also gut nummeriert. Wir haben natürlich überall Filz dran, das geht leider jetzt immer ein bisschen ab beim Regen. Das habe ich tatsächlich in Hamburg neu gemacht, aber beim Regen hält das nicht so gut. Aber es macht unser Lack nicht kaputt und die Farbe geht nicht ab. Ne? Hier haben wir unseren Bahnhofswagen. Also unser alter Bahnhofswagen ist hier abgebrannt. Der ist aber nicht neu gekauft. Also eigentlich schon, ja. Der war für unseren Mannschaftswagen gedacht. Ja. Wir haben nämlich einen gebaut. Wir haben selber einen gebaut. Und der hätte genau die gleichen Maße. Und dann haben wir gesagt, müssen wir das jetzt leider einstellen mit dem Mannschaftswagen. Der wird nächstes Jahr weiter gebaut. Jetzt nehmen wir hier den Wagen. Und der passt perfekt drauf. Das ist der Bahnhofswagen, ja. Bahnhof wird so, wie es wahrscheinlich draufgehoben, Twistlocks zu. Hier wird festgemacht, zack, und reingedreht. Ne? Also das sind die Containeröse. Da haben wir 4 Stück vorne und hinten. Genau. Also die werden hochgedrückt, kennst du das System? Die werden hochgedrückt, gedrückt und dann... Fertig. Ich bin ein paar Jahre LKW gefahren. Oh. Hat zwar einen Transporter gefahren, ne? Also das ist der schwerste Wagen, den wir hier haben. Der hat auch, da lenken die Achsen auch mit. Das ist der schwerste. Hier kommt's. Drau, jetzt zähle ich mal auf. Der schwere Motor oben, die Sohlenpalette, die Palette für die Zäune, die langen weißen Böcke, die die Auffahrt hochmachen. Dann kommt die komplette Auffahrt hier drauf. So, was kommt noch drauf? Die komplette Auffahrt, dann die bis zu den kleinsten, die weißen Böcke, die die Auffahrt machen, also bis nach unten, bis nach oben. Das sind 5 Stück. Vorne der Motor, die komplette Sohlenpalette kommt hier drauf. Genau, also der Wagen wiegt umgerechnet 50 Tonnen plus Maschine. 60, 70 Tonnen wiegt der plus Maschine. Braucht ihr dann eine Sondergenehmigung oder dürft ihr so fahren? Also ja, Sondergenehmigung, aber ohne... Also Dauergenehmigung? Genau. Okay. Aber keine Strecke, die wir fahren müssen oder keine... Kein Begleiter? Kein Begleiter, nee. Genau. Ist ja jetzt auch nicht viel mehr als normal. Ne? Ja, wir hatten schon mal einen Power Tower. Wer weiß was. Wisst ihr, was der gewogen hat? Nee, aber ich vermute mal, der war scheiße schwer. Der hat 80 Tonnen gewogen. Boah! Für Mittelbau. Da hattest du eine Sondergenehmigung. Ach was. Also, hier haben wir unseren Wagen, den ich als erstes brauche. Da ist die Auffahrt drauf. Die Auffahrt kommt vorne drauf. Und der E-Container kommt hinten drauf. Der ist auch nicht ganz leicht. Der wiegt, sage ich mal, 30 Tonnen wiegt der auch. Die Auffahrt wiegt 10, dann wiegt der Container auch 8. Der Wagen halt noch mal 10, 15. Ja, also das ist der erste Wagen, den ich brauche. Hier ist auch noch mal die Sohle drin. Ein bisschen was von der Sohle ist hier auch drin. Also wird alles gebraucht. Krass. Habe ich den Kasten? Wo steht denn der Kasten? Ah, der steht da hinten. Haben wir jetzt vergessen. Da gehen wir noch mal hin. Das ist der letzte Wagen, den ich brauche. Das ist der Kassenwagen. Hier hinten kommt die Fotokasse drauf. Ne, Entschuldigung. Hier hinten wird die normale, die größere Kasse hingeladen. Und vorne kommt die Fotokasse drauf. Da in dem Container habe ich Zäune drin. Da habe ich sehr viel Deko drin. Die Zäune außen, dann die Holzzäune vorne. Was habe ich noch drin? Die Plan habe ich drin. Ich habe... viel Deko von, ich habe den Elch da drin, ich habe die Heidi-Schrift da drin. Also der E-Container wird immer brechend voll. Also der ist immer, da passt nichts mehr rein. Der ist immer voll. Genau. Dann haben wir die Wagen durch, oder? So, jetzt sind wir bei meinem Scania-Kran. Das ist ein 60-Tonnen-Kran. Hat eine, kann maximal 16 Tonnen heben. Kommt natürlich immer darauf an, wie viele Seile du gespannt bist. Hier habe ich nochmal meine Gewichte dran, vorne, da hinten habe ich nochmal 2 Tonnen. Die werden separat nochmal hochgenommen. Also du musst einmal den Kran drehen, dann wird das mit dem Zylinder runtergefahren. Dann musst du den ein bisschen gerade drehen und dann kannst du es hochziehen. Dann hast du die Gewichte dran, dann stellst du das noch ein bei dir im Computer, damit das System merkt, dass du so viel Gewichte hast. Und dann kann die Fahrt schon losgehen. Ich muss ehrlich gesagt beim Bahnhof, muss ich die Seile immer auf 5 umspannen. Weil sonst ist der Bahnhof zu schwer. Das dauert ungefähr so 10 Minuten, die Seile umzuspannen. Dadurch bist du natürlich ein bisschen langsamer, weil es natürlich länger braucht, diese 5 Seile dann immer hochzuziehen. Ne?
Aber dann kannst du halt mehr Gewicht hochheben. Der Bahnhof wiegt halt mal 12 Tonnen. Mhm. Und natürlich geht es langsamer, wenn ich auf ein oder zwei Seile. Also das Schwerste an der Achterbahn ist die Auffahrt, der Bahnhof. Das ist so das Schwerste. Der Rest, den kann ich alles mit zwei Spannenseilen machen. Ohne umzusetzen? Ohne umzusetzen, ja. Sonst ist es, der Bahnhof ist schon ziemlich schwer. Die Auffahrt, die wiegt nochmal 3 Tonnen, das ist jetzt nicht so viel. Den kriege ich eigentlich schnell raus. Genau, also ohne den Kran will man nichts machen. Ne? Ich komme damit auch gut klar, der fährt sich schön. Das ist ein guter Kran. Habt ihr den nur hier am Coaster oder auch am Turm? Wir haben schon mal in Luxemburg mit dem Kran den Turm abgebaut. Da haben wir abends angefangen um 2 und waren morgens um 8 fertig. Also das ging ziemlich schnell mit dem großen Kran. Es ist nicht so ein großer Unterschied, ob du mit einem Palfinger, mit einem kleinen Kran das machst oder mit einem großen Liebherr-Kran. Meines Erachtens, ich mag es mehr. Ich finde, ich fahre sogar schneller damit. Also das ging sehr schnell. Wir haben auch einmal in Bielefeld den Hangover damit aufgebaut, weil der eine Kran kaputt gegangen ist von meinem Bruder. Und dann bin ich mit dem von Wolfsburg nach Bielefeld gefahren, habe ihm geholfen. Mhm. Genau. Also wenn man ihn braucht beim Hangover, wenn es schnell gehen muss, dann machen wir das. Wir haben auch schon mit 3 Kränen aufgebaut oder abgebaut. Das ist nicht normal, aber es geht halt ziemlich schneller. Ne? Genau. Ohne Kran machst du nichts mehr. An kein Geschäft, an kein Fahrgeschäft. Achso, dass du so eine Klappschaukel hast. Ja. Ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber. Ne? Genau. Wahnsinn. Ich glaube, wir haben alles grob gezeigt, erklärt, haben was dazu gehört. Ja. Ja. Dann vielen, vielen lieben Dank für den Einblick. Kein Problem. Und viel Erfolg. Dankeschön, danke. Und wir sehen uns. Wir sehen uns hoffentlich.